Hallo und herzlich willkommen auf MoxScout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbausteinen. Heute sind wir wieder unter Wasser unterwegs. Ich habe euch ja schon das Meeresforschungs-U-Boot und die Meeresforschungsbasis vorgestellt in den letzten Wochen. Und da habe ich gedacht, die ganz kleinen Sets aus dieser National Geographic Support-Geschichte möchte ich mir auch noch angucken. Speziell, weil die einfacher gebaut sind, schöne Minifiguren enthalten. Und weil zum Beispiel dieses eine Set hier, die 60263, ein 4-Plus-Set ist. Und ich hatte persönlich noch nie ein 4-Plus-Set in der Hand. Das sind also so die Anfänger-Lego-Sets, wenn man so möchte. Wenn also Kinder von Duplo kommen und fangen mit Lego an, Lego sollte ja nicht für Kinder verwendet werden, die unter 3 Jahre alt sind, dann fangen die oder sollten idealerweise mit diesen Sets anfangen. Ich habe jetzt, auch weil wir hier einen knapp 3-jährigen kleinen Jungen haben, mal gedacht, ich schaue mir die mal genauer an. Sind die geeignet? Ich meine, mein 3-Jähriger sortiert schon andere Steine wie wild, ohne dass ich ihn dazu angehalten habe, andere Lego-Steine. Aber irgendwann wird es demnächst die ersten Sets geben und dann gucken wir mal, ob das meiner Ansicht nach geeignet ist. Ich hatte schon, bevor ich angefangen habe mit diesen Unterwassersets, mal mir diese Polybag hier organisiert. Das ist die 30370 und hatte sie eigentlich nur gekauft, weil ich 2 Dark Bluish Grey Slopes haben wollte und die Minifigur und den Rochen, der drin war, gerne mitgenommen habe. Ich habe mir das jetzt hier quasi noch wieder zusammengestellt aus meinen vorhandenen Teilen. Bis auf einen Teil hat es auch geklappt. Und dann gucken wir uns mal die beiden kleinsten Sets an und dieses Set werden wir aufbauen. Fangen wir mal an mit der Polybag. Ihr kennt das von den Polybags, kleine gefaltete Anleitung. Ich finde super, dass die Polybags zumindest sowas noch haben und nicht im Stile von Super Mario. Alles läuft mit einer App. Und da gibt es dann eine ganz, ganz tolle, süße Minifigur mit so einem Mini-Unterwasserscooter, der total einfach gebaut ist. Hier hinten mit einer Felge unten. Aber das erfüllt voll den Zweck. Und man kann damit tatsächlich gut spielen. Dann haben wir hier eine Sauerstoffflasche im alten Design in Weiß. Also nicht diese Raumanzuggeschichten. In der Unterwasserbasis waren da ja beide dabei, also mit den Rucksackkonstruktionen hier von den Spacesuits und den klassischen Sauerstoffflaschen. Ganz in Rot, passt auch zu den anderen Figuren. Und ich meine, es ist kein Wendegesicht, genau, und ein ganz glücklich dreinschauendes Lego-Männchen mit einem neuen Gesicht. So, was ich finde, das echte Highlight dieses Sets aber ist, ist der Rochen. Den gibt es in diesem Set und noch in 2 anderen von diesen Unterwassersets. Tatsächlich im Legoland habe ich auch gestern wieder gesehen, gibt es die dort noch in einer kompletten Kiste. Also ich vermute, das wird vielleicht so ein bisschen laufen wie mit dem Adler aus diesem Outdoor-Set. Den gab es da nur einmal und dann wird er irgendwann sehr beliebt und sehr teuer werden. Ich würde euch empfehlen, schlag zu, solange es das Teil noch gibt. Ich weiß nicht, wie gut diese Unterwassersets laufen. Es kann sein, die laufen nicht so wirklich gut, wenn ich mir die Rabatte angucke. Und dann gibt es noch eine kleine, ja, Koralle. Das ist hier tatsächlich Coral, heißt die Farbe von diesem Teil. Kennt man aus den Hidden Side Farbrädern, die da mal verbaut sind. Und hier eben besagte 2 Slopes. Der Slope hier in Sand Green müsste eigentlich auch Dark Blue Grey sein. Ich habe nur tatsächlich in meiner umfangreichen Teilsammlung gerade keinen zweiten davon. Die sind alle in Sets, in Mocks irgendwo verbaut, wo ich sie jetzt gerade nicht rausholen wollte. Aber ich finde, es sieht auch so ganz gut aus. Ihr seht es hier, wenn ihr das vergleicht mit der Anleitung. Das müsste eigentlich so aussehen. Und dazu gibt es eben noch hier diese goldverchromte 1x2er-Teil in Chromgold. Ja, und unten hier die Dark Tan Plate Modified. Ich persönlich finde, das ist eine der coolsten Polybags, die es gibt. Ich habe die tatsächlich gar nicht mehr im freien Handel erwischt, weil ich zu spät dran war, sondern habe mir das organisiert über eBay. So viel zu der Polybag. Also echte Empfehlung. Eine Bewertung werde ich dazu, glaube ich, eher nicht abgeben. Oder vielleicht doch noch. Vielleicht mache ich noch ein Review dazu. Muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht. Das ist gerade hier einfach mal Spaß bauen. Gucken, testen, live für euch. Also meine Reaktionen sind hier nicht geplant. Dieses Video ist nicht geplant. Ja? Ich gucke einfach mal, was mich hier erwartet. Warum habe ich das Ding gekauft? Habe ich euch erzählt. 4+, aber auch, weil es hier einen Sand Blue Haifisch drin, ja, Hammerhai drin gibt. Den gibt es auch in der Meeresforschungsbasis. Und hier ist der zweite drin. Es gibt hier meine Lieblingsschatztruhe. Ich stehe auf die seit den 90er Jahren auf diese Schatztruhe. Und es gibt eine Minifigur. Und dieses Set kostet normalerweise 10 Euro. Ihr kriegt es mit Rabatt für wahrscheinlich so 8. 20% müssten drin sein. Und ich rechne dann so, ich kriege eine Truhe, die finde ich cool. 1 Euro. Einen Haifisch, den finde ich cool. 2 Euro. Minifigur auch 2 Euro. Also so 5 Euro für Sachen, die
einen gewissen Wert haben und dann halt noch die ganzen anderen Teile, die keinen Wert haben, sind 5 Euro verschmerzbar. Oder in dem Fall wären es dann noch 3 Euro. Also so rechne ich, wenn ich mir überlege, lohnt sich das so ein Set zu kaufen. So, machen wir es auf. Genau, hier unten wieder Supporting National Geographic Explorers. Ihr müsst mir das mal erklären, wie das funktioniert mit dem Support. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Schreibt das mal in die Kommentare. Wer unterstützt da wen, wie und kommt da überhaupt irgendwo Geld an bei den Tieren? Das würde mich interessieren. So, beziehungsweise nicht bei den Tieren, sondern bei den Leuten, die sich um die Tiere kümmern. So. Gucken wir, was ist drin. Es ist nicht sehr viel drin, das ist klar. Und genau, Rückseite haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Also das ist easy to build, learn to build. Einfache, große Teile. Ja. Keine großen Geheimnisse. Wir packen die Schachtel mal hier hin. Und dann ein riesiges Formteil, was vermutlich für nichts anderes funktioniert, außer für dieses Mini-U-Boot. Riesig, gelb, auch wie die anderen großen gelben Teile aus der Meeresforschungsbasis. Ich bin echt gespannt, ob ich dafür mal noch irgendeine Verwendung finde. Wieder hier unser Legoland unnötiges Rabattgeschichtenteil. Es gibt, wie gesagt, viel bessere Legoland-Rabatte, wenn ihr mal online guckt. Und tatsächlich ein Heftchen mit ein paar Fotos von echten Fischen hier, Korallen und Hammerhai. Und ich glaube, ich muss mich da mal für das nächste Video, wenn es da noch was gibt mit Unterwasser, muss ich mich mal reinlesen. Ich hatte bisher einfach keine Lust, mich da in irgendwas reinzulesen, was vermutlich sowieso nicht stimmt, weil es wird ja mir immer bei solchen Charity oder Geschichten irgendwas erzählt, was aus meiner Sicht nicht immer ganz der Wahrheit entspricht. Und natürlich, wenn der Papa oder die Mama sieht, ja, National Geographic, dann heißt es gleich pädagogisch wertvoll. Und tatsächlich sind diese Sets hier pädagogisch wertvoller als andere. Das ist natürlich ein Argument, das zu verkaufen. So, eine Plastiktüte mit wenig Teilen drin. Fürs Review werde ich dann auch wissen, wie viele Teile das sind und wie schlecht das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich ist. Die Figur wird natürlich zuerst aufgebaut. Gucken wir mal. Ihr könnt mir mal schreiben unter das Video, was haltet ihr denn so von Meeresforschung? Im Legoland gibt es ja Sea Life. Das kennt ja sicherlich der eine oder andere von euch auch in groß. Da gibt es das in klein. Steht ihr so auf Unterwasserthemen? Ist das interessant oder ist das eigentlich auch so, was heute eigentlich keinen mehr interessiert? Hier der Hammerhai, guck mal. Der sieht ganz cool aus. Gefällt mir gut. Das ist wieder der klassische Hai, nur mit einer anderen Nase. Das ist, finde ich, in Ordnung, das so zu machen. Also nicht verwechseln. Das ist das eine Set. Stellen wir mal hier. Wir schieben mal die Polybag raus, sonst gibt es hier Verwirrung. Also, was haltet ihr denn von solchen Unterwasserthemen? Würde mich mal interessieren. Es gab ja bei Lego schon auch andere Unterwasserthemen. Es gab Unterwasserthemen, die waren eher so, ja, nicht so ganz realistisch angehaucht. Und ich kann mich erinnern, was gab es da? Aquazone, meine ich, gab es von Lego. Das habe ich in den 90er Jahren schon gebaut. Und das war farblich ähnlich. Das hatte nur so andere, das hatte nicht hier diese Halbkugeln, sondern das hatte diese 6- oder 8-eckigen klappbaren Verschlüsse. Die hatten dann oben noch 4 Noppen, glaube ich. Fand ich auch ganz cool. Wie viele Seiten hat die Anleitung? 30 für wahrscheinlich auch 30 Teile. Also ein Teil pro Seite. Gut, es ist ein 4-Plus-Set, von daher, ich gehe davon aus, dass das ein 4-Jähriger hinkriegt. Also mein bald 4-Jähriger, es dauert noch ein bisschen, der kriegt es sicherlich hin. Genau, hier noch ein grünes Gewächs und dann ist unsere kleine Unterwasserinsel auch schon fertig. Also das Tolle ist ja immer, wenn diese Edelsteine da drin sind in so einem Set, dann kriegt ihr die quasi doppelt, weil das immer zu den Ersatzteilen dazu zählt. Das finde ich sehr, sehr fair, sehr, sehr cool, weil es den Spielfaktor erheblich erhöht, wenn ich statt 2 4 Diamanten habe oder im Fall der Unterwasser-Meeresbasis statt 5 10, also wenn ich da immer das Doppelte kriege. Das finde ich tatsächlich sehr fair. Also wir bauen hier das große Formteil, wir bauen einen Sitz rein, den brauchen wir. Und wir bauen mit großen 1x4er Bricks hier nochmal eine Einfassung. Also im Endeffekt hätte man das diesem großen Formteil auch noch beigeben können, aber dann gäbe es hier nichts mehr zu bauen. Also zum Bauen lernen, weiß nicht. Also man kann auch ohne große Formteile bauen lernen, wenn man einfach mehr Teile hat zum Bauen. Wenn ich so wenig Teile habe zum Bauen, ich lerne dann bauen, wenn ich kreativ andere Sachen draus bauen kann. Das ist, finde ich, ein bisschen schade, wenn dann so große Formteile kommen. Aber ja, man gewinnt den Eindruck, dass bei vielen Sets auch das inzwischen so spezifisch ist,
auch farblich gesehen, dass man nicht mehr so viele andere Sachen draus bauen kann. Aber klar, es gibt einen Haufen kreative Köpfe, kreative Geister. Und Kinder finden ja die Farben auch nicht so wild, die juckt es nicht so. Aus Mockbauer-Sicht bin ich da immer ein bisschen skeptisch. Also ihr seht das hier, das ist alles super, super einfach gestrickt. Ja, hier drei von den 1x4 Bricks in Gelb. Ansonsten ist das hier Kleinzeug, nochmal zwei Dark Blue, 1x3er Bricks. Die Schrauben sind schön. Die klicken wir einfach hinten drauf. Also die Anleitung lässt hier keine Fragen offen. Dann gibt es noch so ein Dach, das ist einfach so ein Zugdach oder Autodach, wie auch immer. Das kann man tatsächlich auch gut weiterverwenden. Jetzt sind wir schon auf Seite 21. Dann hier einmal die Scharniere für unseren Deckel. Die werden mit Slopes stabilisiert, mit so, naja, Slopes, so Curved Slopes. Meine Hand will schon immer weitermachen, ihr seht es, aber es ist ja logisch, was kommt. Ja? Hier wird dann hier der Deckel drauf geklappt. Der ist hier unten nicht ganz dicht. Ist das? Soll das so sein? Ja, also es ist nicht ganz dicht. Da hätte man hier vielleicht noch irgendeinen Stein reinpacken müssen. Und dann gibt es hier Greiferlis. Die werden hier unten reingeklickt. Und, ah ja, dann darf ich hier noch die Arme zusammenbauen. Also ihr seht schon, das ist hier eine sehr, sehr kurze Geschichte. Ich wollte schon sagen kurzweilig. Nein, es ist tatsächlich eine sehr, sehr kurze Geschichte. Hier wird nicht viel gebaut. Für 10 Euro finde ich das dann doch vom Bauspaß ein bisschen wenig. Jetzt muss ich mal überlegen, wie mache ich das? So mache ich das. Ja, oder so muss ich das machen. Ich habe schon Leute gesehen, das fand ich ganz witzig, die haben dann irgendwann ein Set aufgebaut und irgendwann bei fast fertig fällt ihnen auf, oh, ich habe das spiegelverkehrt gebaut. Ist mir persönlich noch nicht passiert, aber ich kann in gewisser Weise nachvollziehen, dass man, wenn man es irgendwie die Anleitung so quasi in seinem Hirn transponiert, dass man dann vielleicht spiegelverkehrt baut. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr da schon mal so Erfahrungen gemacht habt. Also, fertig hier. Das war's. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gebaut habe. 5 Minuten. Ich habe ja davor auch noch gequatscht. Und dann setzen wir noch den Mann rein. Was ein bisschen schade ist, das ist natürlich ein 4-Plus-Set. Das heißt, die ganz kleinen Teile fehlen. Hier hätte ich mir dann doch noch 2 Schallknüppel gewünscht, dass man das hier noch irgendwie besser steuern kann. Ein Vorteil ist hier, wir haben eine ganz große Auflagefläche unten. Das heißt, wir können dieses Boot prima hinstellen oder diesen Unterwasserroboter, was auch immer er ist. Also das war's hier schon. Wir sind fertig. Also, Play-Features, man kann es aufklappen, man kann es zuklappen, man kann die Arme bewegen. Man hat hier tatsächlich nochmal 2 Anschlüsse und kann hier, also nicht Anschlüsse hier, Technik, Brick Holes und kann hier noch irgendwas anderes rein pinnen, klippen. Das ist eine gewisse Erweiterbarkeit. Man kann das mit Steinen erweitern. Hat was, ja? Also ich gucke gerade nochmal auf das Bild. Es ist tatsächlich, ich habe nichts vergessen. Da sollte nichts anderes rein. Und ich glaube, in Kombination sind die beiden hier sehr, sehr cool, die beiden Sets. Der große Roboter und der kleine Scooter, der kann dann hier die feinere Arbeit erledigen, kann dann hier den Goldbarren vom Riff, kann der Kollege hier holen. Dann haben wir noch einen Haifisch, der ihn sozusagen davon abhalten will, hier dann den Goldbarren und nachher den Schatz zu heben. Also tatsächlich, wenn man diese Sachen hier kauft, wenn man das zum Originalpreis gekauft hat, hat man vielleicht 14 Euro gezahlt, 15. Mittlerweile ist, glaube ich, die Polybag, weiß nicht, ob sie noch verfügbar ist, müsste mal gucken. Mit Rabatt kriegt man es, hätte man es vielleicht gekriegt für 12 Euro, ist das hier doch einiges an Spielspaß. Wir haben 2 Minifiguren, wir haben einen Haifisch, wir haben eine Schatztruhe. Es ist jetzt nicht übertrieben toll, aber okay. Man kann mit diesen beiden Sets zusammen, denke ich, viel Spielspaß haben. Ah, ich habe den Rochen vergessen. Den Rochen haben wir auch noch. Ja, also, so viel zum Thema Aufbau der 60263. Ein kleiner Einblick in ein 4-Plus-Set mit Propeller. Ja. Und das Review, ich glaube, ich mache dazu ein kleines Review. Vielleicht mache ich auch mit der Polybag zusammen das Review. Gucken wir einfach mal, was interessant genug ist. Und ich glaube, damit haben wir die Unterwassersets abgegrast. Es sei denn, es ist mir irgendwas entgangen. Schreibt es mir in die Kommentare. Immer gerne. Ich bin sehr gerne interessiert an Verbesserungen und Korrekturen, wenn sie denn sachlich formuliert sind. Also, ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht, war ein bisschen interessant. Wenn es schön war für euch, gebt die Daumen hoch, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Bei Problemen jeder Art schreibt es mir in die Kommentare, also Probleme, die was mit dem Video zu tun haben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in alter Frische bei meinem Kanal auf MockScout.